Hallo und herzlich willkommen zum Kurier Business Gespräch. Heute mit Herrn Erich Stekovic. Er leitet gemeinsam mit seiner Frau eine der größten Biolandwirtschaften Österreichs. Hallo und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gerne. Herr Stekovic, Sie bauen ja hauptsächlich Tomaten, Zwiebel, aber auch Knoblauch an in Ihrer Funktion als Landwirt. Wie ist denn die bisherige Saison so verlaufen? Die Saison ist durchwachsen. Das Wetter ist eher ungewöhnlich für heuer gewesen. Also wir hatten die höchsten Niederschläge, die es seit 2005 gegeben hat. Also das war für Früchte, die es eher gern trocken haben möchten, wo wir uns schon die letzten Jahre eher auf trockene, heiße Sommer eingestellt haben, so ungewöhnlich. Welche wären das zum Beispiel? Zwiebel hat sich heuer extrem schwer getan. Die Paradeiser hat es zu einer Phase erwischt, wo es ihnen nicht wirklich wehgetan hat. Also da haben wir noch nicht Vollernte. Zwiebel hat dieses Wetter doch zugesetzt, aber österreichweit. Also es gibt österreichweit heuer wirklich große Probleme, was Zwiebeln und Kartoffeln betrifft. Also für die zwei Früchte hat es scheinbar nicht vom Wetter her wunderbar funktioniert. Und das Problem, dass diese zwei Früchte halt sehr starke, nachgefragte Produkte sind, sodass der österreichische Markt heuer wirklich ins Schwanken kommt. Ist bei den Kartoffeln wieder der sprichwörtliche Wurm drinnen, so wie die Jahre zuvor? Da gibt es viele Gründe, warum das passiert ist. Das Wetter ist das eine, dann die Änderungen, was das Saatgut betrifft, die niedrigen Preise der letzten Jahre, wo viele Landwirtinnen und Landwirte aufgehört haben zu produzieren und dann noch ein schlechtes Erntejahr europaweit und dann gibt es Probleme. Ja. Es war ja jetzt sehr heiß, dann waren sehr viele Niederschläge, das ist wieder sehr heiß. Wie haben diese Wetterkapriolen bei Ihnen gewirkt? Hat es da auch Schäden gegeben? Nicht wirklich. Wir arbeiten ausschließlich mit alten Sorten. Das heißt, wir haben kein modernes Saatgut im Haus. Arbeiten damit keinen Hybriden, sondern mit Sorten, die teilweise mehrere hundert beziehungsweise auch tausend Jahre alt sind, also wirklich gut genetisch informiert sind. Und die haben scheinbar in ihrer Genetik auch solche Sommern schon gespeichert. Und diese Sorten sind nie im Ertrag dort, wo andere Sorten sind, ganz oben, aber sie sind auch niemals ganz unten. Also sie sind immer im Mittelding, sodass man mit diesen Pflanzen, mit diesen Sorten auch wunderbar kalkulieren kann. Und das ist auch ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Aspekt, wenn man mit alten Sorten arbeitet. Wird aus Ihrer Sicht das Phänomen des Klimawandels auf Ihre Erträge immer schlimmer? Das glaube ich gar nicht so. Also ich bin völlig davon überzeugt, dass die alten Sorten gut können und sich sehr, sehr schnell umstellen werden. Und der Klimawandel oder diese Klimaveränderungen ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen passiert, auch wenn es sehr rasant jetzt voranschreitet. Die alten Sorten werden mit Sicherheit ganz gut umgehen können. Die neuen Sorten werden Probleme haben und das wird dazu führen, dass die mit modernen Sorten arbeiten, die, weil es so absurd ist, weil man auf der einen Seite versucht, jetzt hat man die letzten Jahre das Merkmal gesetzt in der Sortenzüchtung eher auf trocken und heiß und plötzlich hast du einen regnerischen Sommer. Ja, und dann, ja, also das wird spannend, wenn man bedenkt auch, dass das Klima in sich wahnsinnig in Bewegung ist, also mit heiß, viele Niederschläge, dann wieder trockene Phasen. Also das ist kein typisches Wetter, wie wir es früher gewohnt sind, sondern es geht einfach rauf und runter zwischen heiß und kalt, zwischen trocken und regnerisch, spannend. Und da sind mit Sicherheit alte Sorten eine Antwort drauf. Also Ihre Arbeit wird dann durchaus auch herausfordernder? Die ist immer herausfordernd. Ich sage immer, eine landwirtschaftliche Werkstatt hat kein Dach und trotzdem sind wir ganz zuversichtlich und wir gehen da ganz zuversichtlich hinein, weil wir eben mit diesen alten Sorten haben und das ist wirklich ein hochgenetisches Potenzial, das wir haben. Nicht umsonst erhalten wir in unserem Betrieb über 7000 alte Sorten, von denen wir wissen, dass sie nicht alle ganz, ganz wertvoll sind, aber wir wissen, dass diese Sorten genetische Eigenschaften haben, die wir vielleicht später für Kreuzungen ganz notwendig hineinkreuzen müssen und die einfach auch das Thema Klimaveränderung ein ganz wichtiges Thema sein wird. Jetzt sind Sie ja im Burgenland beheimatet, da gibt es ja auch öfters Probleme, gerade mit dem Grundwasser, weil das ja
will nicht sagen austrocknet, aber es gibt doch einen gewissen Mangel oder gewissen Rückgang. Wie sehr spüren Sie dieses Phänomen oder ist das ein Problem? Es war ist noch immer ein Problem, das uns die nächsten Jahre massiv beschäftigen wird. Heuer war es aufgrund der vielen Niederschläge zum Glück kein Thema. Der See hat sich ein bisschen erholt, aber voriges Jahr war natürlich die Situation sehr, sehr angespannt, obwohl natürlich die Bewässerung nicht unmittelbar mit dem Grundwasserstand des Sees zusammenhängt. Aber dennoch ist natürlich auch, wenn das Grundwasser nicht versorgt wird, sprich wenn wir nicht die richtigen Niederschläge haben, und was sehr zum Beobachten ist, die Niederschläge haben sich nicht gravierend verändert, aber die Zeiten, in denen es regnet, haben sich verändert. Das heißt, früher hatten wir eher in einer vegetationslosen Zeit Niederschläge, sodass das Wasser dann zu dem Grundwasserspeicher hinunter konnte. Jetzt haben wir, und wir haben es heuer wieder gesehen, also wir haben diese Niederschläge gehabt in einer sehr vegetationintensiven Zeit und dann nehmen die Pflanzen sehr viel auf und geben sehr wenig in die Speicher hinunter. Aber vom Stand her ist es nicht dramatisch, aber man muss das auf alle Fälle im Auge halten. Mhm. Sind Tomaten nicht gerade Früchte, die besonders viel Wasser benötigen? Im konventionellen Bereich ja. Wir sind weltweit der einzige Betrieb, der Tomaten im Freiland nicht gießt und haben da wunderbare Erfolge damit. Und ich glaube, das ist auch von dem Produkt her sicherlich ein Zukunftsprojekt auch. Wir haben dieses wenig Gießen bis gar nicht Gießen auch im Bereich von Chilis voriges Jahr gut anwenden können, auch in einem extrem heißen Jahr, wo wir voriges Jahr über 30 Tage gehabt haben mit über 38 Grad. Das hat auch funktioniert. Also da wird noch viel im Bewegung geraten, Thema auch Mulchen, Thema Begrünungen und so weiter. Also da wird sich in den nächsten Jahren viel tun, Positives tun. Worauf ist das zurückzuführen, dass diese alten Sorten so doch deutlich weniger Wasser benötigen? Grundsätzlich ist es darauf zurückzuführen, dass die wahnsinnig große genetische Vielfalt in sich tragen. Also das sind keine hochgezüchteten Inzuchtlinien, die sich damit schwer tun. Der Grund dafür ist, diese Inzuchtlinien werden Jahr für Jahr aufs Neue produziert. Also man kann sie nicht nachbauen und sie können daher auch keine Erbinformationen an die nächste Generation, sprich an die Samen weitergeben. Die alten Sorten können das und dadurch sind sehr viele Informationen im Saatgut enthalten. Wir bauen auch immer wieder auch Sorten an, die typisch für unsere Region sind. Also wir haben, und dafür tun wir uns auch so leicht, viele Zwiebelsorten aus Sizilien, aus Kalabrien, aus Mailand, also wo es heute schon viel, viel wärmer ist wie bei uns. Und diese Regionen sind uns voraus und prägen uns eigentlich das Saatgut schon für das, was uns künftig mit dem Klima erwarten wird. Glauben Sie, dass die herkömmlichen Anbauer da in Probleme geraten werden, wenn die Wassersituation sich so fortsetzt? Wird ein Problem werden. Also das habe ich vor 20 Jahren gesagt, dass es wird Regionen in Österreich geben, und genau diese Regionen betrifft jetzt die Steiermark und Kärnten, wo einfach viel zu viele Niederschläge sein werden. Und Regionen, wo es plötzlich nicht mehr so gewohnt viel regnet. Der Seewinkel ist immer typisch gewesen für eine trockene Region, aber dass das Waldviertel und viele Teile im Weinviertel heute im Gemüsebau nicht mehr zum Bewirtschaften sind, ist schon dramatisch. Und auch die Niederschläge im Waldviertel gehen zurück. Das Positive, dass die Temperaturen fürs Waldviertel steigen, was nützt es, wenn wir dann keine natürlichen Niederschläge haben? Mhm. Kann man sich eigentlich heute noch guten Gewissens Früchte, Obst, Gemüse kaufen, was nicht aus Österreich ist und was saisonal bedingt dann von weit her gekauft werden muss? Ich bin ja ein Verfechter und Sie haben das Stichwort richtig gesagt. Also ich halte sehr wenig von Regionalität. Das ist für mich ein sehr politisch missbrauchter Begriff. Wenn ich heute hernehme, zum Beispiel das Thema der Region, wie groß die Region der Alpen ist, beginnt in Burgenland, das hört in Frankreich auf oder umgekehrt. Und man könnte sagen, eine Region, die Alpen betrifft. Ja. Ich halte von Regionalität extrem wenig. Ich bin einzig und allein ein Verfechter von Saisonalität.
das ist etwas, wo ich glaube, dass in vielerlei Hinsicht die Zukunft liegen wird, nämlich im Bereich der Saisonalität, dass etwas Saison hat, ein Gemüse, genau zu der Saison wächst, in bester Qualität wächst, in größten Erträgen zur Saisonalität da sind, auch am günstigsten angeboten werden kann. Das ist auch ganz wichtig. Aber wir müssen halt doch wieder einige Schritte zurück tun. Wenn man bedenkt, was unsere Eltern und Großeltern mit dem saisonalen Gemüse gemacht haben, da sind wir heute weit entfernt davon. Also man hat früher Gemüse verarbeitet, man hat sich die Vorratskammer gefüllt mit allen Früchten, die es gegeben hat, mit allen Früchten für den Winter. Man hat Kompotte gemacht, man hat Gurken eingelegt, man hat Paradeiser getrocknet, man hat Paradeisersoßen gemacht und so weiter und so fort. Heute ist das nicht mehr so bekannt für viele von uns, aber in diese Richtung muss gehen und dann wird man sehen, dass sich auch am Lebensmittelmarkt sehr viel tun wird. Man hat aber den Eindruck, dass die Konsumenten eher 12 Monate lang immer jede Frucht zur Verfügung haben wollen. Das war so, ist so. Die Krise, die wir voriges Jahr gehabt haben, hat uns aber gezeigt, dass das nicht ewig so funktionieren wird. Ich finde es schade, dass die Energiekrise nicht lange genug gedauert hat, muss ich auch sagen. Man hat dann gesehen, dass dann viele Glashäuser und Folienhäuser in Österreich leer geblieben sind, weil es sich einfach nicht mehr gerechnet hat, die Paradeise im Winter zu beheizen und zu belichten. Das hat sich nicht mehr gerechnet mit diesen wahren Energiekosten, die wir haben. Also das ist alles ein Markt, der funktioniert, weil nicht alle Parameter dementsprechend auch berücksichtigt werden. Was ist eigentlich besser, wenn ich mir jetzt Ware aus Österreich kaufe, die jetzt vielleicht im Glashaus angepflanzt worden ist, oder Bioware aus dem entfernten Ausland? Das ist eine schwierige Frage und doch leicht zum Beantworten. Also ich muss immer fragen, also Österreich ist aufgrund seiner Größe, seiner Länge auch und seiner Breite einfach eine Region, wo extrem vieles wächst. Ja. Ich bin groß geworden, ohne dass ich Kiwi gekannt habe. Also Kiwi ist irgendwann in den 70er Jahren zu uns gekommen. Ich kannte diese Frucht nicht. Ich kann jetzt da ganz provokant fragen, ist ein Mensch glücklicher, wenn er Kiwi hat oder nicht? Ist ein Mensch glücklicher, wenn er Mango hat oder nicht? Ist ein Mensch glücklich, wenn er Bananen hat oder nicht? Ja, also ich denke mal, wir haben in Österreich eine ganz, ganz tolle Obst- und Gemüsevielfalt. Und da ist noch vieles, vieles möglich. Also für mich ein ganz, ein großes Vorbild ist Wolfgang Palme von Schönbrunn, der sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Wir haben heute wunderbare Salate, die in unseren Gärten im Winter ohne Heizen, ohne Belichten wachsen. Also der Tisch ist groß gedeckt von natürlicher Weise her. Natürlich, wenn wir heute nur mehr in dem Bereich dessen, dass wir heute Erdbeeren das Ganze Jahr haben möchten, dass wir die exotischen Früchte das Ganze Jahr haben möchten und dann auch noch diese Absurdität haben, die halt dann noch mit Regionalität passiert, wo man dann sagt, okay, wir möchten das regional haben. Und das ist in der Schweiz heute so weit, dass man in der Schweiz Zitronen produziert, auf sehr ökologischen Wahnsinn hin. Aber man hat halt ein regionales Produkt geschafft. Dafür wehre ich mich so gegen Regionalität, sondern es kann nur die Saisonalität sein. Und da, wenn man das ganz konsequent weiterdenkt, zu sagen, okay, was ist in Österreich zurzeit in Saison, was wächst typisch in Österreich, und wenn man diese Produkte forciert, dann hat man nur Gutes gemacht. Und dann ist es egal, ob ich ein Bioprodukt aus dem Ausland kaufe oder ein konventionelles, das ist immer ein Problem. Immer alles, was bei uns nicht wächst, aber auch das, was bei uns natürlich nicht wächst, ist noch ein größeres Problem. Natürlich kann man dann diskutieren, ist es der CO2-Abdruck von einer Paradeis, die aus Spanien kommt und weniger geheizt worden ist, niedriger aufgrund der niedrigeren Transportkosten, aber doch bezüglich auch der Heizkosten und so weiter.
Absurditäten sind das alles. Im Endeffekt ist, wir haben in Österreich einen reich gedeckten Tisch mit Sommergemüse, Wintergemüse, Herbstgemüse, Frühlingsgemüse. Und wenn wir es schaffen, so wie beim Spargel, eine Saison zu haben, man sagt, okay, ein Spargel hat Saison und dann kommt ein nächstes Produkt, dann freut man sich auf diese Produkte und man muss diese Produkte mit Sicherheit nicht das Ganze am Tisch haben. Sie haben schon angesprochen, die Energiepreise, die gestiegenen. Um wie viel sind eigentlich Ihre Produkte teurer geworden im Vergleich zum Vorjahr? Wir haben die Produkte bewusst nicht teurer gemacht. Also wir haben allen in unseren Produkten keine Preiserhöhung gemacht, in keinem einzigen Produkt, weil unsere Energiepreise in der Produktion 0,3% ausmachen. Und das zeigt eigentlich, dass wir es von der Energie jetzt nicht, und dafür mögen mir jetzt die anderen verzeihen, dass ich sage, dass die Energiepreise zu stark, jetzt zu schnell, zu stark zurückgegangen sind. Aber es hat uns wettbewerbsfähiger gemacht. Ja? Solange die Energiepreise wahnsinnig billig sind, hat der Betrieb, der energiesparend produziert, kaum eine Chance. Ja? Und das ist das andere, was auch gesagt werden muss. Also die Betriebe, die energiesparend produziert haben, haben eine Zeit lang, wie die Energiepreise hoch sind, da waren wir echt konkurrenzfähig. Und jetzt merken wir wieder, dass nachdem die Energiepreise wieder total runtergehen, fast dort wieder sind, wo sie gewesen sind, dass wieder die anderen stärker sind. Und da sieht man, wie krank das System ist. Gibt es bei Ihnen Kaufzurückhaltung infolge der, jetzt nicht bei Ihnen gestiegenen Preise, aber generell des gestiegenen Preisniveaus? Nein, wir merken im Premium-Bereich keinen Rückgang. Ich merke aber auch bei Kolleginnen und Kollegen, die im Bio-Bereich sind, einen doch spürbaren Rückgang. Also von dem spricht aber derzeit niemand. Aber die Produkte im Bio-Bereich haben einen Einbruch, das muss man sagen, vor allem im Biobereich, wo es Fleischproduktion ist, Eierproduktion ist, ja, und Geflügel, Biogeflügel, sie finden es heute kaum mehr in Märkten schön präsentiert. Was sich auch geändert hat, ist auch die Präsentation der Märkte. Das heißt, früher wurde Bio total schön breit präsentiert. Heute ist es eher so wieder in der Präsentation auch ein Nischenprodukt. Und früher war das viel deutlicher präsentiert. Der Grund dafür sind gestiegene Lebensmittelpreise. Da halten sich die Märkte zurück, möchten auf der einen Seite dem Konsumenten und der Konsumentin auch vermitteln, dass alles günstig ist. Und ja, und wir haben derzeit auch teilweise Absurditäten, dass derzeit Bioprodukte billiger sind wie konventionelle Produkte, weil die Nachfrage nach Bioprodukten geringer ist wie auf konventionelle Produkte. Aber Bioware ist dann wahrscheinlich trotzdem nicht für alle leistbar? Das kann man so nicht sagen. Also das würde ich nie sagen, dass Bioprodukte nicht für alle leistbar sind. Wenn wir heute noch immer, und die letzte Studie hat es gezeigt, um 1,2 Milliarden Euro Lebensmittel vernichten, die wir ablaufen lassen, dann sind Lebensmittel nicht so teuer, sonst würden wir nicht so viele Lebensmittel vernichten. Wenn wir heute nichts ändern an der Klassifikation, das heißt, zurück zum Zwiebel, dass bis in den letzten Jahren so typisch eine Zwiebel zwischen 5 Zentimeter und 7 Zentimeter marktfähig war, alles was darunter war und drüber war, wurde vom Feld gar nicht nach Hause genommen, wurde entsorgt. Also da reden wir von 40% hochwertigsten Lebensmitteln, die produziert worden sind, aber nicht in den Markt gekommen sind. Und dann noch der Anteil, der dann von Konsumentinnen und Konsumenten entsorgt wird, weil es einfach abläuft. Ich sage immer, keiner kommt auf die Idee, sich 10 Autos zu kaufen, mit 8 Autos zu fahren und 2 Autos, ohne jemals diese Autos gestartet zu haben, sie dann verschrotten zu lassen. Aber wir kaufen uns 10 Kilo Brot und schneiden 2 Kilo davon statistisch gesehen gar nicht an und es kommt in den Biomüll. Und von daher wehre ich mich total, dass Lebensmittel teuer sind. Und wo ich mich noch mehr wehre, weil ich auch die Erträge sehe, ist, dass Bio die Welt nicht ernähren kann. Also das ist mit Sicherheit ein Unsinn. Wir können mit der biologischen Wirtschaftsweise sehr wohl die Welt ernähren und länger die Welt ernähren, als wir es konventionell tun werden können. Ja? Wenn dann alle Böden vergiftet sind, Thema Glyphosat möchte ich nur ansprechen, dann werden wir ein anderes Problem haben. Ja? Dann werden wir vielleicht die Menge haben, aber ob diese Lebensmittel dann
auch wirklich Lebensmittel sind, wo man sie dann auch essen kann, ohne gesundheitliche Schäden, ist eine andere Frage. Wunderbar, ich danke Ihnen, Herr Stekovic, für Ihre interessanten Ausführungen, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und Ihnen, liebe Zuseher, danke ich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Musik